Vielleicht ist ja gar nicht mehr der Nationalstaat das, was die Menschen wirklich als Identifikation mit sich bringen, sondern vielleicht ist es ja vielmehr die Stadt, in der man lebt, die Landschaft, eine gewisse Region, zu der man eine tiefe emotionale Beziehung hat. Und wir haben das mal mit dem Begriff der Glokalisierung benannt, weil wir auch in unserem Bekanntenkreis viele glokale Menschen kennen. Ja? Also Menschen, die Englisch sprechen, aber vielleicht auch einen Dialekt, die einen weltoffenen Horizont haben, aber sich ihre Heimat nicht nehmen lassen, die vielleicht wie manche Bayern moderne Designerlederhosen tragen und trotzdem international in Urlaub fahren und sich auch in anderen Ländern wohlfühlen. Und diese Rekombination wäre ja letztendlich das, was dieses Paradox auflöst. Zukunft entsteht immer dann, wenn eine neue Synthese entsteht aus den Paradoxien, in die man hineingeraten ist. Ja? Also Globalisierung und Lokalisierung, wenn man das zusammen bekäme, entstände eben eine neue Komplexitätsstufe der Kultur.